So, meine Freunde, willkommen zurück bei TAK, einer weiteren Folge in der Staffel 4. Wir befinden uns in unserer Behausung. Es ist dunkel, leicht neblig. Wenn sich einer mit der, bevor es losgeht, User-Config bezüglich des Spiels gut auskennt, dann sagt mir doch mal, wie ich diesen Nebel ausstellen kann. Denn unter Optionen, für die es auch interessiert, ja, weiß nicht. Sieht mir das nicht danach aus, dass ich hier... diesen Nebel ausstellen kann. Seht ihr das? Also auch die Partikeleffekte sind es nicht. Deswegen, sagt mir doch mal Bescheid, bitte. Okay, alles klar. Also, wir haben angefangen, das Lager weiter auszubauen. Wir hatten hier Steine. Und können so weitermachen und haben im Grunde ja auch die Chance auf weitere Steine und brauchen aber auch kleine Fackeln. Mach ich denn? Und da ist die nächste Fackel. Und ja, ich bin geduldig bei diesem Spiel geworden. Aber wir brauchen einfach ein beleuchtetes Lager. Gut. Soweit so schön. Nur mal ganz kurz, damit ich einmal weiß, welche Steine wo reinkommen. Natürlich nicht. So. Und jetzt benötigen wir andere Holzstäbe. Das sind diese hier. Diese hieße. So. Zweimal. Jetzt ein bisschen problematisch. Aber so geht das schon. Und wir haben wieder einen Lagerbereich abgesteckt. Sehr schick. So soll das sein. Gut, ich möchte natürlich, dass mein Lager geschützt ist. Da heißt es jetzt nicht hier, warum hast du kein Fenster, sondern nein, ich möchte einfach nur, dass es geschützt ist. Das heißt, da soll jetzt keiner reinrennen. Das wäre auch keiner bei sich zu Hause in die Kornkammer, ne? In euren Vorratsraum zu Hause, wo eure Notfallration, wenn man dem Staat da mal zugehört hat, sich befinden sollte. So. Ja, was haltet denn ihr davon? Findet ihr auch, dass es wichtig ist, dass wir uns eine Notfallration hier anlegen in unserer Behausung? Oder meint ihr, das ist völlig übertrieben? Ich meine, ja, Cyberangriffe oder so sind ja drin, aber wenn so ein Angriff natürlich kommen könnte, könnte er unsere Wasserversorgung attackieren und schon haben wir irgendwann mit Wasser einen ziemlichen Engpass und ich bin eh der Meinung, dass Wasser die Ressource ist, die unsere komplette Zukunft bestimmen wird, irgendwann. Aber hier nicht. Hier brauchen wir das nicht in diesem Spiel. Okay. Bevor ich jetzt
mit anderen Sachen weitermache, brauchen wir die Abgrenzung hier wieder an diesem Punkt. Ja, wir ziehen ja auch das Lager hier länger durch. Also wir haben ja nicht nur diese Apparatur hier, wir haben ja mehrere Stellen. Vielleicht, und wenn diese Folgen euch mit dem Bau, wie man es so platzieren kann, nicht gefallen, dann schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, weil dann kann es sein, dass ich mir mal die Zeit nehme und das nicht aufzeichne, aber dieses Lager fertig baue und in der nächsten Folge euch das fertige Lager präsentiere. Da müsst ihr mir natürlich sagen, wie es da bei euch aussieht. Ach, hat die Tür aufgerissen. So, Dille, dann schauen wir doch mal, was wir sonst noch so haben. Klar, wir können jetzt das Haus weiterbauen, wir können auch schürfen. Wir brauchen einen Schmelzofen. Und weil wir hier ja das Lager haben, mit Steinen auf der Seite, und das geht ja auch so rum mit den normalen Ressourcen, müssen wir halt mit unserer Spitzhacke eigentlich weiter in diese Richtung in den Berg bauen. Oder, das können wir auch machen, wir lassen das doch hier auf und ziehen das Lager länger. Oder ziehen hier rüber, und ich hoffe, ich reiße dieses Ding bald ab, mit der Spitzhacke geht das hier nicht. Wir lassen diese Tür stehen und setzen hier einen neuen Gebäudetrakt oder wir erweitern den halt und bleiben bei einem Gebäude. Das wäre halt nicht schlecht, wenn wir ein weiteres Gebäude, also hier nur in ein Gebäude bauen. Als in 5 oder 6. Aber was ich weiß, was wir machen müssen, ist, wir müssen die Spitzhacke reparieren. Ach ja, und wie es aussieht, ich habe jetzt mal auf die neuesten Folgen bei YouTube geguckt. Belehrt mich eines Besseren, wenn es nicht stimmen sollte. Aber kann es sein, dass ich derzeit die einzige Person bin, die Tak vorstellt, spielt? Das wäre natürlich krass, weil ich das erst nicht erwartet hätte, dass dieses Spiel, wenn es halt sich von Steam wieder runternimmt und in der Entwicklungsphase ist, dann erstmal so wenig Beachtung findet. Aber es ist natürlich umso besser eine schicke Möglichkeit für mich, wenn das Spiel wieder in aller Munde ist und einen guten Entwicklungsstand irgendwann hat wieder. Ja, also auf die Community aufzubauen. Okay, während wir hier jetzt buddeln, was kommt noch so? Ich habe mir vor kurzem angeguckt, ob ich zur YouTube-Seite, auf der ihr hier ja seid, eine normale Website erstelle. Da könnten wir uns dann auch alle in den Kommentaren in einem Forum vernünftig austauschen. Was haltet ihr von der Idee? Ich persönlich glaube, das ist nicht schlecht. Da könnten wir auch unsere Templates für Gebäudeentwürfe hochladen bei Stoneheart. Vielleicht machen wir eine kleine Download-Sektion auf, wo wir das als User dann vielleicht, also ihr könnt es mir schicken und ich lade es dann in die Download-Sektion hoch. Sowas zum Beispiel wäre mir da so in den Sinn gekommen. Und wir haben halt dann das Forum, wir können untereinander sehr gut miteinander reden. Ich denke, das ist eine schöne Sache. Dort kann ich dann auch immer über neue Sachen informieren. Für die Leute, die halt aktiv bei mir dabei sein wollen. Muss ich halt nur gucken, welche Website ich da nehme. Also welches Angebot, ob ich dafür ordentlich Geld hinlege oder ob ich selbst baue oder ja und so weiter und so fort. Da braucht man einen Webdesigner für. Das ist ja alles nicht mal eben kurz so aus dem Arm geschüttelt. Naja. Zusätzlich habe ich eine Steam-Gruppe gegründet. Das heißt, die Leute, die bei Steam aktiv sind und der Gruppe joinen wollen,
den Namen der Gruppe mal unten in die Videobeschreibung, auch vom letzten Video, bei der Vorstellung von Another Brick in the Mall gesetzt. Und da könnt ihr dann schauen, wenn ihr der Gruppe beitreten wollt. Es ist frei erstmal, solange da nicht irgendwelche Leute reinkommen, die nicht da sein sollen. Ja? Die ihre Daseinsberechtigung nicht haben, bei mir in der Gruppe. Und solange das nicht passiert, lasse ich das öffentlich. Da könnt ihr dann natürlich auch Diskussionen starten, da könnten wir auch reden. Vorschläge einbringen, da könnte man natürlich sogar die Screenshots schnell hochladen. Von Stoneheart, von Tuck, wer es selbst spielt von euch und es glücklicherweise besitzt. Das besitzen ja nicht so viele Menschen, schätze ich, die jetzt neu dazukommen, denn das Spiel ist zurzeit nicht mehr zu kaufen. Und wir können einfach nur hoffen, dass die neue Engine, die entwickelt wird, das hält, was sie auch verspricht. Die soll nämlich performance-technisch gut laufen, die soll sehr toll aussehen. Und der Multiplayer soll astrein funktionieren. Und man kann halt, haben sie gesagt, viel mehr einfügen in das Spiel an Gegenständen. Es soll leichter funktionieren als jetzt zurzeit. Ich weiß nicht, wie schwer es für den Entwickler ist, hier Gegenstände einzufügen, aber wenn das klappen würde, wäre das doch eine sehr, sehr, sehr schöne Geschichte. Für dieses Spiel, für die Community. Und dann können die ganzen Hater, ist ja auch so ein moderner, schöner Begriff geworden, endlich auch mal die Klappe halten und werden eines Besseren belehrt. Da muss natürlich ein Entwickler auch immer mitziehen, wissen wir ja. Wenn der Entwickler nicht mitzieht, dann, ja, dann passiert sowas wie zur Zeit. Ja, ich denke nicht, dass das Nerd Kingdom damit gerechnet hat. Ich weiß es ja ehrlich gesagt selbst nicht, womit sie gerechnet haben, ob sie überhaupt mit irgendetwas gerechnet haben. Oder ob sie sich gesagt haben, wir kommen, scheiß drauf, wir machen das jetzt so und was die Community will, ist uns egal. Aber das glaube ich nicht, so habe ich die nicht kennengelernt. Ich habe ja auch regen E-Mail-Kontakt gehabt und jetzt nur noch vereinzelt, weil sie halt komplett in der Entwicklung der neuen Engine stecken. So, ho, ho, ho. Klärchen. Gut. Ich würde sagen, hier kommt der Schmelzofen dann hin. Dafür brauchen wir natürlich wieder unseren Boden. Den setzen wir jetzt hier mal. Machen wir das mal ganz unsauber und schnell. Die Steine, die da nicht sein sollen, bauen wir wieder ab. Und dann gucken wir mal kurz in das Crafting-Verzeichnis, was ja Gott sei Dank eingefügt wurde. Nach, ich weiß nicht, ob es als Workstation ja, da ist er.
Okay, wir brauchen dafür gehärtetes Holz und diesen Blasebalg. Das gehärtete Holz kriegen wir, wenn wir Holzstöcker an einem Lagerfeuer nochmal zusätzlich verbrennen, soweit ich das weiß. Mal kurz gucken, ob wir das hier schon drin haben. So wie es aussieht. Da. Okay, wir nehmen dieses Holz und packen das. Ja, das ist ja easy. Alles klar. Wir brauchen unser Lagerfeuer. Hatte ich hier draußen ein Lagerfeuer gesetzt oder ist das mittlerweile futsch? Helft mir mal kurz aus. Ich glaube, es ist futsch, ne? Okay, dafür brauchen wir dann das Campfire. Fire Pit. Wir brauchen zwei von den... drei. Okay, alles klar. Wir brauchen drei von den normalen... Wo ist die Axt? Ah, das überlebt die Axt nicht. Wir brauchen drei vom Feuerholz. Drei Feuerholz benötigen wir. Und mit diesem Feuerholz dann können wir das Lagerfeuer bauen. Dann härten wir unsere Holzstöcke. Und verwenden diese, um den... Also schon mal der erste Schritt, auf jeden Fall, den wir durchziehen. So, wie viel haben wir jetzt davon aufgenommen? Ich sehe gar keine. Alles klar, dann müssen wir wohl doch an größere Bäume gehen, um... Feuerholz, oder habe ich es nicht aufgenommen? Lag es noch hier irgendwo? Nein. Gut, aber um das Feuerholz zu kriegen, na gut, dann ist es so. Schade. Hier ist es. Wie viel haben wir aufgenommen mit einem Turn? Drei. Aber wir brauchen da natürlich noch mehr von. Für das gehärtete Holz. Wäre ja Quatsch, wenn ich jetzt hingehe und sage, oh, jetzt haben wir ja alles. Nein, haben wir nicht. So. Dann gehen wir mal hier hin. 1, 2, 3. Brauchen zwei Steine. Beiden platzieren diese auch hier und können somit einen Fire Pit erstellen. Wir haben so viele Bäume im Umkreis, das ist keine Verschwendung. Ich denke, das ist alles okay. Jetzt nehmen wir unsere Hölzer auf, die ich hier hingeschmissen habe. Also erstmal Fackeln raus. Die kommen mit. Und schon, wir legen dieses Holz einfach ganz lange ins Feuer. So kann man es, denke ich, stehen lassen. Dadurch haben wir jetzt auch schon neue Rezepte gelernt. Jetzt gucken wir nochmal. Workstations. Wir brauchen vier davon und wir brauchen auch den... Wir brauchen dann Kohle, haben wir. Wir haben Steine, wir haben das gehärtete Holz gleich. Vier und dann brauchen wir diesen Blasebalg. Bellow. Okay, und der Bellow ist hier nicht aufgeführt. Ist aber nicht schlimm. Erstmal noch zwei gehärtete Holz. Dann... ist die Folge leider vorbei und in der Pause zwischen den Folgen werde ich mich informieren nochmal, wie ich diesen Bellow herstelle. Ich persönlich glaube, wir brauchen Leder von einem der Tiere. Das können wir auch einfach selbst durchziehen und dann schauen wir mal,
ob wir das Leder benötigt haben. Ganz kurz noch. Jetzt brennt es. Und wir härten das Holz wieder. Und dann müssen wir gleich mal gucken, dass wir uns ein kleines Messer bauen. Und dann auf die Jagd gehen. Okay, alles klar. So, und mit diesem Bild wieder mal sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr neu seid, lasst doch ein Abo hier. Schaut mir öfter über die Schulter. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, das war euer Zigo. Tschüss.